Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ich bin euch noch ein Fahrzeug aus dem Autopass schuldig, und zwar den 1959er Porsche 356 A1600 Super oder auch bekannt als 1600 S. Gleich auch schon mal vorneweg, mich hat es jetzt leider, was die Erkältung betrifft, doch ein bisschen härter erwischt und deswegen entschuldige ich mich schon mal dafür, dass meine Stimme hier und da ein bisschen kränklicher klingt, nicht ganz so voluminös, und ab und zu, wenn die Stimme wegbleibt, bitte ich das einfach etwas zur Entschuldigung einfach zu ignorieren. Nichtsdestotrotz schaue ich hier in dieser Folge dieses Fahrzeug an und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, denn der Porsche 356 ist natürlich was ganz Besonderes und Porsche-Kenner sollten es eigentlich wissen und auch andere könnten es vielleicht wissen. Der Porsche 356 war ja der erste Serien-Porsche der Marke und die Marke wäre heute nicht das, was sie heute wäre, ohne dieses Fahrzeug. Des Weiteren war der 356 auch der direkte Vorgänger des markenprägenden Porsche 911ers und deswegen ganz, ganz besonders. Man hat auch viele Grundkonzepte dieses Fahrzeugs dann später auch eben in den 911er mit übernommen. Also das ist schon alles sehr, sehr wichtig und ich glaube, so ein bisschen in den Anzügen oder in den Anzeichen dieses Fahrzeugs erkennt man, glaube ich, schon so ein bisschen, dass ja die Verwandtschaft zum 911er definitiv vorhanden ist. Aber natürlich wird sich jetzt der ein oder andere vielleicht auch schon fragen, Porsche 356. Porsche 356. 356? Haben wir da nicht schon einen hier im Fuhrpark von Horizon 4? Ja, Hammer. Und zwar den Speedster. Wir gehen ganz kurz mal hier auf die allgemeine Übersicht, springen mal direkt zu Porsche rüber. Dann sehen wir das nämlich auch schon mal direkt. Und zwar hier. Wir haben schon den 1957er 356A Speedster. Und da fragt man sich natürlich jetzt auch, wo ist denn jetzt hier der Unterschied? Und ich mache es einfach ganz kurz und knapp. Es ist ein anderer Motor drin. Hier der Speedster, da hätte man jetzt auch noch 1600 Speedster hinschreiben können. Ist halt einfach ein etwas schwächerer Motor verbaut. Und hier haben wir halt eben den 1600S, also den Supermotor. Der hat ein bisschen mehr Leistung. Und natürlich der große Unterschied ist natürlich die Bauform. Hier haben wir die Coupé-Variante des 356. Und hier haben wir eben die Speedster-Variante. Es gab noch eine dritte Variante. Und zwar das Cabriolet mit einem verschließbaren Verdeck. Später gab es auch für den Speedster sowie für die Cabrio-Variante noch einen Hardtop. Aber ja, das tut jetzt alles hier nichts zur Sache. Des Weiteren auch 356A ist auch nochmal ganz besonders und ganz, ganz wichtig, denn der 356 kam natürlich nicht direkt in der A-Variante auf den Markt. Den gab es jetzt erstmal Porsche 356, fertig, das war die Serienversion. Und dann kam später eine Facelift-Variante dazu, die nannte man dann eben 356A. Danach gab es noch den B und den C. Ja, und daher frage ich mich jetzt einfach mal ganz kurz, warum zweimal den 356A? Ich meine, klar, verschiedene Bauformen und so ein Coupé ist schon mal was anderes und finde ich auch ganz gut, dass er mit dabei ist. Aber da frage ich mich halt trotzdem so ein bisschen, warum nicht ein B oder ein C oder wenn schon nochmal der A, warum nicht die stärkste Variante? Denn der 1600S ist definitiv nicht der stärkste 356A. Ihr seht hier Leistungseckdaten, 56 kW ist er hier angegeben. Eigentlich waren es 55 kW, aber wollen wir nicht so kleinlich sein. 75 PS auf jeden Fall bei der 1600S Variante, während der hier eben mit 44 kW, beziehungsweise hier 45 kW angegeben ist, also 60 PS hatte, war sozusagen eine der schwächeren Varianten. Es gab aber eben noch zum Beispiel den 1600 GS Carrera, der hatte sogar 105 PS, oder es gab sogar noch den 1500 GS Carrera Gran Turismo, der hatte sogar 110 PS. Also es gab auch nochmal stärkere Varianten, also warum ausgerechnet genau diese Version, weiß ich nicht, muss ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem Sinnbild für den 356A und auch Sinnbild dann für den nachfolgenden Porsche 911. Denn was diese Fahrzeuge schon gemeinsam hatten mit dem nachfolgenden 911er, ist natürlich der Heckmotor und vor allem auch der Boxermotor. Man hat hier zwar keinen Sechszylinder, sondern einen Vierzylinder-Boxermotor, aber er befindet sich eben auch im Heck. Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt einfach auch nochmal ganz kurz an. Das Ganze, dann gehen wir hier nochmal zurück und dann in den Forza Vista-Modus. Dann können wir direkt ja mal in die Heckpartie springen und mal hier die Motorhaube aufmachen und einen kleinen Blick riskieren. Viel wird man natürlich nicht sehen. Boxermotor, sehr klein, sehr flach.
Das war ja der große Vorteil des Boxers, dass er halt eben nicht gerade schwer war, dass er wenig Platz weggenommen hat, dass er eben halt sehr flach lag, damit den Schwerpunkt gedrückt hat. Und das war ja auch die Philosophie von Porsche damals, kleine, leichte Sportwagen zu bauen, gerade im Motorsport. Damit waren sie sehr erfolgreich, gerade auch der 718 zum Beispiel, der später ja da im Motorsport unterwegs war. Nicht zu verwechseln mit dem jetzigen 718 Cayman und Boxer, sondern ich meine schon den damaligen, der ja sehr, sehr erfolgreich war durch dieses Prinzip der Leichtbauweise und des kleinen Motors. Und eben das hat sich hier eben beim 356 eben auch schon mal so angedeutet, dass das eben die Philosophie der Porsche-Marke sein soll. Vorne natürlich noch der große Tank und entsprechendes Ersatzrad. Wir können auch mal einen Blick hinein riskieren. Und ja, die Zahlen 1600 haben natürlich auch eine Bedeutung. So bezeichnet einfach die Kubikgröße des Fahrzeugs, also der Hubraum. Wir haben hier einen 1,6 Liter Motor. Na, und dann kann man sich natürlich denken, dass ja 1300 356 sind, gab es auch. Das war ein 1,3 Liter, der 1500 ein 1,5 Liter. Also das ist eigentlich relativ logisch. Es wurde damals sehr, sehr oft so gemacht, dass einfach die Zahlen meistens entweder den Hubraum angegeben haben oder die Leistung oder die Zylinder oder eine Mischung aus dem allem. Ferrari macht es heute noch so die letzten Überbleibenden, die das noch hier irgendwie so machen. Und damals war das aber auch gang und gäbe. Ja, ich finde es sehr schön. Ich als Porsche-Fan freue mich natürlich, dass wir eben auch eine Coupé-Variante des 356 jetzt mit dazu bekommen haben. Wie gesagt, ich hätte jetzt auch eine B- oder C-Variante oder sogar das Urmodell sehr, sehr cool gefunden. Aber ja, ich möchte da jetzt nicht weiter diskutieren. Es kommt ja natürlich auch immer darauf an, wie gut diese Fahrzeuge erhalten sind und was natürlich dann Breakground Games oder Turn 10 für Fahrzeuge von den Herstellern zur Verfügung bekommen haben. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt raus und fahren mal ein paar Meter, hören mal ein bisschen rein, schauen uns das Fahrzeug ein bisschen an. Und es klingt auf jeden Fall schon mal nach einem schönen alten Boxer. Und apropos hören, ich würde sagen, wir machen einfach direkt den Soundcheck, oder? Dann porten wir uns auch einfach direkt mal hier zum Autobahntunnel, dass wir hier das schöne, volle Klangbild bekommen. Und dann kann ich meine Stimme auch mal kurz schonen. Und deswegen hören wir einfach mal rein. Jo, da kann man trotzdem auch moderne Minis wegcrashen mit dem alten Porsche. Ja, klingt doch aber schon mal gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Für so einen alten Vierzylinder-Boxermotor. 1,6 Liter Hubraum, wie schon gesagt, namensgebend. Und ja, wir sind auf jeden Fall schon mal schneller gefahren als tatsächlich das Fahrzeug angegeben kann. 170 km/h war nämlich eigentlich die Top-Speed. Wir sind schon ein bisschen schneller gefahren, aber gut, es ging jetzt auch gerade ein bisschen bergab. Aber ich finde es schon irgendwie geil, so einen alten Klassiker hier durch diese historischen britischen Straßen zu fahren. Beziehungsweise jetzt sind wir gerade nur auf der Autobahn unterwegs, aber das hat schon ein bisschen was. Ich würde sagen, wir machen auch ein kleines Rennen mit dem Serienfahrzeug. Machen wir doch gar nicht so ein langes Heckmeck. Wählen wir doch einfach hier mal so eine Veranstaltung aus. Wir sind hier in der Rare Classics, glaube ich, Kategorie unterwegs. Also in den raren Klassikern. Aber das können wir jetzt gleich ja nochmal überprüfen. Ja, genau, Rare Classics. Und dann gucken wir doch mal, wie wir hier mit dem so abschneiden können.
Und zum Glück haben wir jetzt hier die Coupé-Variante. Da wären wir schon nicht nass. Na, das ist natürlich jetzt ein Schneckenrennen, wenn man so möchte. Aber auch das macht Spaß zu fahren. Weil das muss ich wirklich der Forza-Serie lassen. So historische Fahrzeuge fahren sich immer wieder sehr, sehr cool, muss ich einfach sagen. Natürlich jetzt nicht vollends simulationslike, aber es macht trotzdem Spaß. Es ist trotzdem eine Herausforderung, die Dinger hier zu bewegen. Wirklich hier das Äußerste rauszukitzeln. Wirklich so viel Schwung wie geht irgendwo mitzunehmen. Denn wenn man hier irgendwo zu viel bremst oder sich verschätzt, das kostet in der Summe einfach so viel Zeit, das holt man nicht so einfach wieder raus. Ja, was man auch noch dazu sagen kann, es gab auch noch vom 356, vor dem 356-Urmodell gab es ja noch den 356 Roadster. Der zählt eigentlich als wirklich allererstes Modell, das Serienmodell von Porsche, der sowohl als Rennwagen als auch eben als Straßenfahrzeug dann konzipiert wurde damals. Aber eben diese 356-Reihe insgesamt zählt natürlich als erste Serienmodellreihe von Porsche. Und selbstverständlich war es damals üblich, dass natürlich auch diese Fahrzeuge hier für Rennen, insbesondere auch für Rallyes, eingesetzt wurden. Jetzt haben wir hier gerade ein schönes Duell mit dem Beatster. Ja, und wenn man noch so ein 356 in der Garage stehen hat, gut erhalten. Ich glaube, der ist heute auf jeden Fall ordentlich was wert, denn die waren damals schon ordentlich was wert. Damals hat die Marke Porsche schon klar signalisiert, ja, wir bauen nicht Fahrzeuge für jedermann und jede Frau. Das waren ganz klare Sportwagen und mit Preisen von zwischen 11.000 bis 15 bzw. 16.000 D-Mark war das ein absolut stolzer Preis. Ich meine, klar, wenn man das jetzt 1:1 zu Euro umwandeln würde in der heutigen Zeit, denkt man, das ist doch nicht viel. Aber damals war das richtig, richtig, richtig viel. Ich kann es euch jetzt nicht inflationsbereinigt umrechnen, aber ich würde schon schätzen, dass so 11.000 bis 15.000 D-Mark, das entspricht bestimmt so in der heutigen Zeit ein 200.000 Euro Sportwagen. Würde ich jetzt schätzen. Ich weiß es jetzt nicht sicher, aber ich würde schon schätzen, dass es in diese Richtung geht. So, und das finale Sprintduell werden wir jetzt nicht mehr gewinnen, oder? Wobei, den einen kriegen wir vielleicht noch, oder? Ganz knapp, aber nee, es hat nicht gereicht. Immerhin, dritter Platz bei diesen Bedingungen. Aber wir werden natürlich jetzt auch ein bisschen was tunen. Wir gucken mal, was wir denn aus dem Fahrzeug noch rauskitzeln können. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt einfach mal so ein kleines, ja, Racecar rauszuzaubern. Vielleicht so ein Rallye-Fahrzeug. Wobei, Rallye will ich nicht sagen, also ein Fahrzeug, was halt einfach überall so Road and Track mäßig überall ein bisschen unterwegs sein kann. Und ja, gehen wir doch gerade zu der Hütte, die gerade hier nebenan steht. Und schauen mal, was wir machen können. Beim 356A Speedster konnte man ja eine Reisetasche auf den Kofferraum knallen. Mal gucken, ob das hier auch wieder geht. Das wäre auf jeden Fall lustig oder sonst irgendein anderes Gimmick. Schauen wir da vielleicht beim Tuning gleich mal direkt bei den optischen Parts mit rein. So. Individuelles Upgrade. Dann schauen wir doch mal. Und ja, da gibt es auf jeden Fall ein bisschen was. Ja. Okay, wir können einmal so eine kleinere, reduzierte Stoßstange machen. Wir können das Ganze auch mit dem Forza-Splitter machen. Dann allgemeiner Forza-Splitter oder alles gecleant. Okay. Hinten können wir... da haben wir ihn wieder. Den Koffer. Ja, den gibt es nämlich auch schon beim Speedster.
mit Forza-Splitter oder nur Forza-Splitter. Dann, was kann man hinten? Auch nochmal eine cleanere Variante machen. Und hier mit dem Leder-Schnellverschluss. Ja, den machen wir auf jeden Fall dran. Und ich würde sagen, ja, dann machen wir doch mal die gecleante Variante. Den Koffer lassen wir jetzt mal weg, auch wenn er irgendwie lustig ist. Und machen einfach so eine kleine Rennvariante daraus. Zumindest mal von der optischen Seite her. Wir gucken aber trotzdem mal ganz kurz rein, was für Motorumbauten wir machen können. Und da gibt es eine Auswahl. Wir könnten einen 2 Liter Boxer 4-Zylinder Turbo einbauen. Hier auch nochmal der Hinweis, F4 bezeichnet einen Flat-4-Motor. Und Flat-Motoren ist eigentlich die Bezeichnung, dass der Motor flach liegt. Das heißt, jeder Boxermotor ist schon mal ein Flat-Motor, aber nicht jeder Flat-Motor ist automatisch ein Boxermotor. Denn ein V-Motor, ja, wie man ihn kennt, V4, V6, V8, 10, 12, 16, was auch immer, kann natürlich in verschiedenen Winkeln angebracht werden. Das heißt, wenn man den Winkel, also die Zylinderbänke, 180 Grad entgegengesetzt, dann liegen die auch flach da, genauso wie ein Boxermotor. Unterschied ist natürlich, dass die entsprechenden Zylinder bzw. Kolben auf der Kurbelwelle nicht wie beim Boxer gegenseitig sich boxen sozusagen, sondern parallel miteinander laufen bzw. auf demselben Punkt auf der Kurbelwelle laufen. Und deswegen gibt es natürlich auch V-Motoren, die Flat-Motoren sind. Aber, um das jetzt für ein für alle Mal hoffentlich klarzustellen, wenn in Forza ein Motor mit F bezeichnet wird, also als Flat-Motor bezeichnet wird, ist es immer zu 100% ein Boxermotor damit gemeint. Denn ein V12-Motor, der zum Beispiel, also gerade damals im Motorsport gab es das öfter, auch Porsche hat solche V12-Motoren verbaut, die 180 Grad Zylinderbänke haben, werden hier im Spiel dann dennoch als V12 hingeschrieben. Ja, das nochmal als Hinweis. Also wenn hier F steht, dann ist es auf jeden Fall ein Boxermotor. So, dann geht's aber weiter. Wir haben noch einen 2,7 Liter Boxer 6-Zylinder, ein 4 Liter Boxer 6-Zylinder und dann noch den 2 Liter Boxer 4-Zylinder Turbo Rallye Motor. Also, einiges am Start, einiges an Boxermotoren. Wir könnten ein Allrad einbauen und wir könnten dem Serienmotor einen Turbo oder einen Kompressor verpassen. Ja, in der damaligen Zeit waren eigentlich Turbos eher nicht so der Fall. Was es aber damals sehr oft gab, waren Gebläse, sogenannte Rootsgebläse. Die waren eigentlich im Prinzip Kompressoren. Ja? Das ist jetzt zwar nicht unbedingt genau ein Verdrängungslader, aber von dem her würde vom Grundkonzept ein Kompressor eher passen als ein Turbo. Wobei der Zweck ist ja bei allen gleich. Es wird halt natürlich Luft komprimiert, was dann natürlich in den Brennraum kommt, um einfach ein bisschen ja, mehr Leistung zu erzeugen. Machen wir aber erstmal jetzt nicht, würde ich sagen. Wir könnten jetzt hier auf jeden Fall wahnsinnig viel Reifenmischung wählen. Wir können moderne Straßenreifen machen, wir können Sportreifen, wir können Rennreifen machen. Mit Beschriftung Offroad ist möglich, Trackstar oder eben Oldtimer-Rennreifen. Und ich würde sagen, diese Oldtimer-Rennreifen, die machen wir doch mal drauf. Und ich würde sagen, wir machen auch richtig schön breite Dinger drauf. Ja, hier 225er auf so einen alten Wagen, das ist doch schon mal ordentlich. Und wir können tatsächlich auch nochmal die Spur hier komplett verändern. Und das schaut doch dann schon mal richtig schön männlich aus. Also das ist doch schon mal eine absolute Ansage. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Und ja, dann würde ich sagen, da machen wir auch mal moderne Kupplung rein. Wir machen modernes Getriebe rein. Also da ändern wir jetzt einiges ab am Fahrzeug. Wie gesagt, wir machen jetzt einen kleinen Rennwagen draus. Moderne Rennbremsen. Wir legen das Ding nochmal richtig schön tief. Rennfahrwerk. Moderne Stabis kommen auch mit dazu. Gewichtsreduzierung. Gut, da sind wir relativ leicht eigentlich schon. Aber warum nicht? Bleiben wir mal dem Konzept von Porsche treu, sehr leicht, ein sehr, sehr leichtes Fahrzeug zu machen. Und dann gucken wir doch mal, hubraumtechnisch, wo können wir denn hin? 2 Liter, da machen wir einfach jetzt den Porsche 356 A2000S daraus, oder RS besser gesagt daraus. Wir machen schon mal das Ganze. Ich glaube, wir machen sogar, pass mal auf, wir machen Vollaufbau. Also Vollaufbau mit ohne Zwangsbeatmung und Motorwechsel und sonst was. Gucken wir mal, wo die Leistung so hinwandert. Also ich glaube, es könnte sogar vielleicht nahezu unfahrbar werden. Aber gucken wir einfach mal. Ich bin mal sehr gespannt, was wir aus dem Motor rauskitzeln können. Wir werden jetzt natürlich die Antriebswelle auch noch schnell reinbauen. Und dann kommen wir hier auf,
Ja, es geht sogar. 179 kW, 330 Newtonmeter, das Ganze auf 743 Kilogramm verteilt. Umgerechnet sind das jetzt 243 PS. Nochmal zum Vergleich, Ausgangslage waren 55 kW und 75 PS. Also da ist schon ordentlich was passiert, aber ja, warum auch nicht? Ja, jetzt haben wir hier auf jeden Fall ein absolutes Monster erschaffen von D180 zu A740. Wenn das keine Ansage ist, dann weiß ich auch nicht. So, damit die Reifen gleich mal ein bisschen Grip bieten, machen wir jetzt mal den Luftdruck ein bisschen höher, weil ich glaube, die alten Rennreifen, die brauchen ein bisschen, bis sie auf Temperatur kommen. Getriebe scheint mir ein bisschen zu lang übersetzt zu sein. Kann man das ein bisschen kürzen, da wir jetzt 6 Gänge haben statt nur 4. Dann machen wir auch mal. Wir machen mal so ein bisschen 0815-Tuning schon mal dazu. Das passt aber soweit erstmal. Den Rest können wir gleich noch einstellen. Und beim Diff, ja, immerhin haben wir jetzt einen Diff. Das ist ja auch schon mal was wert. Mal gucken wir doch mal, wie das Ding jetzt hier abgeht. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Wow, der klingt aber jetzt richtig böse. Da müssten wir ja fast nochmal so einen Soundcheck machen. Geil. Ja, und sowas finde ich halt immer geil, wenn man so alte Rennwagen mit moderner, oder alte Rennwagen, sag ich schon, alte Straßenfahrzeuge mit moderner Technik ausstattet, denen mehr Leistung gibt. Das ist Fahrspaß pur auf jeden Fall. Aber der ist richtig geil. Der ist mal richtig geil. Ja, fährt einfach mal ein Veneno an uns vorbei. Veneno ist nicht so cool. Ja, das kann schon was. Da werden wir auf jeden Fall gleich auch nochmal ein Rennen angehen. Ja, wir werden sowieso im Let's Play noch des Öfteren mal irgendwelche Klassiker ausfahren. Vor allem werde ich auch versuchen, euch ein bisschen, gerade bei den Klassikern, geschichtlich ein bisschen was zu erzählen. Das habe ich jetzt natürlich auch versucht, beim 356 das Ganze zu machen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen nochmal was mitgeben. Gerade vielleicht auch denjenigen, die mit dem 356 gar nichts anfangen konnten. Damit ihr einfach so ein bisschen wisst, was für einen Stellenwert dieses Fahrzeug einfach bei der Marke Porsche hat. So, ich würde sagen, nochmal kurz leise sein. Wir machen aber ganz kurz mal die Route hier. Ich habe die Route zur VZ-Ton Live-Veranstaltung aktualisiert. Danke, Anna. Aber ich brauche keine neue Route. So. Gut, dann hören wir nochmal rein. Viel Spaß. Ja, ich würde sagen, das kann man sich auf jeden Fall jetzt gönnen. Und wir springen mal direkt zu einem weiteren Rennen. Machen wir doch einfach hier so ein schönes Rundkursrennen. Machen wir doch mal hier oben vielleicht. Und vielleicht hat ja jemand schon eine eigene Strecke erstellt hier. Schauen wir doch mal. Gehen wir mal hier auf Solo und dann hier eigene Veranstaltung. Dann gucken wir heute beliebt. Vielleicht ist da ja irgendwas jetzt mit dabei. Eine Runde, 20 Runden, 3 Runden. Ja, das Blöde ist, man sieht halt nicht so wirklich, ob da
jemand jetzt eine eigene Strecke erstellt hat oder nicht. Jetzt, da hat jemand ein Sprintrennen gemacht. Anything? Ah, gut, da muss man... Naja, gut. Das, da, man ist halt quasi an die Klasse gebunden. Das ist immer ein bisschen blöd. Daher... Wobei hier aktuell... Ja, nee, das ist alles... Nee, okay, komm, wir machen einfach ein eigenes Rennen. Beziehungsweise, da haben wir ja schon Rare Classics. Dann machen wir das doch hier. Dann schauen wir doch, wie wir jetzt hier so abschneiden. Und der sieht doch jetzt mal richtig böse aus mit diesen breiten Reifen. Tiefer gelegt nochmal. Also das sieht auf jeden Fall schon mal richtig, richtig männlich aus. Ja, hier gegen den alten Carrera treten wir an. Jaguar D-Type sehe ich jetzt hier auch noch am Start. Ja, am Start gehen wir schon mal gut nach vorne. Hier werden wir ein bisschen weggecrashed. So, hier die beiden James Bond DB5. So ein bisschen aufpassen mit ihren speziellen Felgen. Ups, ja, da wären sie jetzt eigentlich aufgeschlitzt gewesen. Es macht aber richtig Laune zu fahren. Ja, und apropos Oldtimer, es gibt natürlich auch ein allein mit dem letzten Content-Update einen neuen Story-Modus. Den werden wir uns natürlich auch in einen der nächsten Folgen anschauen. Das ist schon mal sicher. Aber jetzt konzentrieren wir uns natürlich erstmal hier auf dieses Rennen. So, haben wir uns schon mal an die Spitze gesetzt. Aber das ist halt das, was ich an Forza immer wieder geil finde. Man nimmt sich halt so einen Klassiker. Hat Spaß mit dem Klassiker, durchaus, auch in der Serie. Es muss nicht immer mega schnell sein. Und gerade wenn man so ein bisschen die Ehrfurcht vor der Historie dieser Fahrzeuge und der Marke hat, dann ist es immer was ganz Besonderes. Aber dann halt wiederum den Umkehrschluss ins Auge zu nehmen und so einen richtigen Monster aufzubauen, das macht einfach immer wieder mega, mega Laune. Und man kann halt wirklich richtig böse Geschosse hier rauskitzeln. Das ist auf jeden Fall schon mal sicher. Und das macht auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir heute mal ein bisschen früher Schluss. Ich gebe euch natürlich das Tuning, was ich jetzt hier am Ende gezaubert habe, noch frei. Da könnt ihr das auch mal gerne auschecken. Und ja, vielleicht konnte ich ja dem einen oder anderen nochmal so ein bisschen anderen Blick auf diesen 356 Porsche geben. Wenn dem so wäre, kannst du natürlich gerne auch ein bisschen Feedback da lassen und sagen, hey Ray, cool, dass du uns da so ein bisschen was über das ganze Fahrzeug bzw. über die Historie erzählst. Und wie gesagt, ich werde auch in Zukunft zu einigen verschiedenen historischen Fahrzeugen mal ein bisschen was erzählen und diese ein bisschen ausfahren. Ich finde, die passen nämlich hier in diese Spielwelt super, super, super gut rein. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt raus. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so wäre, Däumchen nach oben. Wäre nice.
wir hören und sehen uns einfach in einer der kommenden Ausgaben von Forza Horizon 4 wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao!